Auf den ersten Blick ist das eine seriöse deutsche Nachrichtenseite, doch die Inhalte sind Fake News. Seiten wie diese hat der Bayerische Verfassungsschutz jetzt aufgedeckt. Die Ziele der Desinformationskampagnen sind ganz eindeutig. Insgesamt bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas, wirklich destruktiv zu wirken, letztendlich die Menschen zu verunsichern und dadurch natürlich auch politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen oder zu behindern. Falsche Informationen, das hört sich nicht nur lästig an, es ist mittlerweile eine echte Gefahr. Ganz offenkundig, dass hier zum Beispiel von Seiten Moskaus solche Falschinformationen ganz gezielt in die Social Medias gestreut werden. Doch wie erkenne ich Fake News-Seiten wie diese? Fehlende Quellenangaben, überlange Links und reißerische Schlagzeilen. Der beste Schutz: kritisch bleiben und Informationsquellen vergleichen. Für mehr Sicherheit nicht nur im Netz.